Notizblöcke raus, meine Lieben. Ich habe die erste Saison im Paracycling im Nationalteam hinter mir. Und ja, es ist jede Menge passiert, jede Menge schiefgelaufen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gibt es einfach mal so eine kleine Zusammenfassung, was in meiner Saison so passiert ist. Im Frühjahr waren hauptsächlich zwei Trainingslager relevant. Ich war auf Gran Canaria, Mallorca. Dann kam die Hauptrennphase der ersten Saisonhälfte, zwei Weltcups, dann nochmal die Europameisterschaft und die Deutsche Meisterschaft. Kleiner Cut quasi, kleine Saisonpause. Dann nochmal ein Höhentrainingslager in Livigno und die beiden Rennen in Kanada, ein Weltcup und dann natürlich der absolute Saisonhöhepunkt, die WM. Klingt jetzt erstmal so alles ganz schlüssig, aber bei mir hat es dann doch den einen oder anderen Rückschlag gegeben, sodass das nicht schön linear zur WM meine Leistung sich gesteigert hat, sondern immer mal wieder kleine Setbacks quasi waren. Beim Trainingslager in Gran Canaria, um mal am Anfang zu starten, hat es noch wunderbar funktioniert. Schön zwei Wochen im Februar Sonne tanken, gut Kilometer gesammelt, alles optimal. Ich bin sehr motiviert zurückgekommen, habe mich schon auf Mallorca gefreut. Hab dann kurz vor Mallorca erstmal mir schön Corona eingefangen. Nervig natürlich, aber jetzt an sich muss man ganz ehrlicherweise sagen, in den Zeiten auch nichts Besonderes. Also Corona hat, denke ich, mittlerweile fast jeder, der hier das Video anschauen wird, sich schon mal eingesammelt irgendwo. Dementsprechend war ich da relativ zuversichtlich noch, hatte schön das Mallorca-Trainingslager, um mich quasi davon zu erholen. Habe natürlich da jetzt dann nicht die Trainingsfortschritte gemacht, die ich mir eigentlich erhofft hatte, aber bin zumindest von Mallorca wieder abgereist mit dem Gefühl, okay, kann auf jeden Fall so weitergehen. Allerdings hat sich dann im Verlauf so ein bisschen rausgestellt, dass ich dadurch deutlich anfälliger für Infekte geworden bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht hat der ein oder andere das bei sich selber auch erlebt, dass das Immunsystem danach so ein bisschen schwächelt. Wird sich dann vor allem im weiteren Verlauf der Saison noch zeigen, dass das bei mir schon eine gewisse Rolle gespielt hat. Standen auf jeden Fall dann meine ersten zwei Weltcups an, in Ostende, in Belgien und dann nochmal in Elzach. Da bin ich dann angereist, quasi mein erstes Rennen fürs Nationalteam. Mega cooles Gefühl, einfach den ganzen Support, den man da bekommt von Physiotherapeuten, Betreuern vor Ort, richtig geil. Die Stimmung mit den ganzen Nationen, die da anreisen von Übersee und genau, hatte ich einfach zwei, ja, mega, mega gute Rennen so für mich. Von den Platzierungen her war es jetzt nicht überragend, aber wie gesagt, mein erstes Rennen so auf internationaler Bühne so fürs Nationalteam, wirklich im Nationalkader. Letztes Jahr bin ich ja quasi nur so ersatzweise bei der WM im Nationaltrikot gestartet, aber war eigentlich noch nicht im Nationalteam. Und genau, von Ostende bin ich dann nach Elzach gefahren, gleich noch über Nacht nach meinem Rennen, weil ich da am Montagmorgen klassifiziert wurde. Zu dem ganzen Klassifizierungsthema, das ist nochmal ganz Riesenbereich, super kompliziert. Da wird es bei Gelegenheit auch nochmal, denke ich, ein extra Video geben, weil das schon mega spannend ist, aber da verliert man einfach so leicht den Überblick, dass das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Dementsprechend dann in Elzach auch zwei echt gute Rennen gefahren, konnte nochmal meine Leistung steigern und vor allem meine ersten zwei Top-10-Platzierungen in diesem Jahr quasi einsammeln. War motiviert, bei der EM und bei der DM nochmal richtig schön abzuliefern. Dann ging es aber schon so langsam los, dass ich die nervigen Ereignisse, sag ich mal, gehäuft haben. Also neben Corona kam jetzt hier quasi Rückschlag Nummer 2. Ich war bei der EM in Österreich schon so ein bisschen angeschlagen und bin dann da nach dem Straßenrennen heimgefahren und habe schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit der Lunge nicht so richtig und hatte mir dann da wieder einen Infekt eingefangen, sodass ich in der Woche zwischen EM und DM eigentlich auch wieder bloß mit Regenerieren beschäftigt war. Dann bei der DM kam dann Rückschlag, schon ein großer Rückschlag, Nummer 3. Und zwar bin ich da im Straßenrennen in Sturz verwickelt gewesen, sodass ich mir den Arm gebrochen habe, was ich im Rennen dann auch gar nicht so gemerkt habe. Ich bin auch noch weitergefahren, aber war halt gebrochen, musste in Gips rum, also wieder ein paar Wochen ausgefallen und dann damit beschäftigt gewesen, quasi mich von diesem Rückschlag zu erholen. Es war auch dann nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich ja noch das Okay bekommen hatte, dass ich mit nach Livigno darf.
einen Tag vor Abreise noch die Gips runterbekommen und in Livigno auch erstmal wieder hauptsächlich auf der Rolle trainiert, wie die Wochen vorher mit Gips zu Hause auch schon. Dann in Livigno in der zweiten von 3 Wochen direkt wieder. Jetzt habe ich selber schon den Überblick verloren. Ich glaube, das ist dann quasi Rückschlag Nummer 4 oder so. Wieder krank geworden. Da saß ich hauptsächlich dann auch bloß im Hotelzimmer, bin spazieren gegangen, habe relativ wenig trainiert, bis ich da dann quasi wieder mich erholt hatte und konnte dann aber in der dritten Woche immerhin wieder raus, auch auf die Straße. Da war dann der Arm so weit stabil, dass ich mich wieder rausgetraut habe. Dann eine ziemlich vollgepackte Woche noch wieder zu Hause, bevor es nach Kanada losging. Radkoffer organisiert, versucht alle Dokumente zusammenzubekommen. Ich, Schlaumeier, habe natürlich nicht daran gedacht, dass ich einen gültigen Reisepass brauche. Das heißt, in der Woche, wo eh schon alles vollgepackt war mit Arbeit und Dokumente noch zusammensammeln, die man da eben für die Einreise so braucht, habe ich auch noch versucht, irgendwie meinen Reisepass zu organisieren. War dann immerhin das Glück, dass Kanada auch einen mit vorläufigem Reisepass einreisen lässt, sonst wäre ich wahrscheinlich raus gewesen. Aber so konnte ich dann wirklich gerade noch rechtzeitig meinen vorläufigen Reisepass bekommen. Und damit stand der Reise nach Kanada also nichts mehr im Weg. Und am Samstag ging es von Frankfurt aus los. Sind wir in Montreal schön angekommen. Ich habe mir nichts Böses gedacht, aber die Liste geht weiter. Natürlich bleiben genau meine beiden Räder in Frankfurt stehen. Alle anderen Räder von allen anderen sind noch an dem Tag, wenn auch mit Verspätung, quasi angekommen. Dementsprechend war ich dann erstmal ohne Räder. Könnte allerdings noch ein größeres Problem gewesen sein, wenn ich nicht auf dem Flug oder wahrscheinlich schon davor mir wieder irgendwas eingefangen hätte und dementsprechend sowieso nicht wirklich trainieren konnte, sondern in Kanada erstmal damit meine Zeit verbracht habe, da einfach bloß an der Strecke ein bisschen rumzulungern. War natürlich trotzdem ein mega cooles Feeling so in dem Athletendorf quasi mit Essenszelt, die ganzen verschiedenen Boxen von den verschiedenen Nationen zu sehen, bei den anderen Rennen, beim Training zuzuschauen, aber war einfach super ärgerlich. Mitte der Woche haben wir dann meine Räder noch in der Nacht- und Nebelaktion vom Flughafen abgeholt, dann hatte ich zumindest die mal, konnte die aufbauen, konnte locker schon mal so ein bisschen trainieren. Wirklich gut ging es mir aber halt immer noch nicht und dann, ja, bei der Vorbelastung am Vortag vor dem Rennen habe ich mich aber eigentlich ganz gut gefühlt und habe gesagt, okay, jetzt bin ich schon hier in Kanada, ich will auch unbedingt starten, bin das Zeitfahren gefahren. Gibt ja immer so verschiedene Rennmodi, die werde ich auch bei Gelegenheit mal erklären, wie da im Paracycling so gestartet wird. Und beim Zeitfahren habe ich dann allerdings gleich in der ersten Runde gemerkt, naja, Lunge macht doch noch nicht so richtig mit, habe mega husten müssen. Also ultra nervig, bin das Rennen zwar mehr schlecht als recht zu Ende gefahren, aber wir haben uns danach entschieden, auch in Rücksprache dann mit meinem Trainer, lohnt einfach nicht, da das Risiko einzugehen. Und vor allem wollte ich ja für die nächste Woche, für das WM-Rennen wieder fit sein. Also Straßenrennen am Sonntag ausgelassen. Dann Transfer von Quebec nach Baie-Comeau, wo dann die WM stattgefunden hat. Da habe ich mich dann quasi einfach noch versucht, so gut es geht, von meiner Erkältung zu erholen. Hat auch dann so weit geklappt, dass ich Mitte der Woche sagen konnte, okay, ich werde auf jeden Fall starten können, ich fühle mich gut, ich bin soweit wieder gesund, dass ich zumindest einfach alles geben kann beim Rennen, dass da jetzt kein wunderbarer Formschub auf einmal mehr kommen wird und ich eine Bombenform habe, war mir schon auch klar. Wenn dann da immer wieder man einfach nur damit beschäftigt ist, sich zu erholen und nicht so schön kontinuierlich die Form über die Saison steigern kann, dann braucht man da jetzt auch nicht erwarten, dass es auf einmal grandios läuft. So war es dann auch. Ich habe alles gegeben, auf jeden Fall beim Zeitfahren. War mega cooles Gefühl, einfach mal bei einem WM-Rennen starten zu dürfen. Also ich denke, das ist schon an sich was Besonderes. War auch echt happy, als ich dann über die Ziellinie gefahren bin. Wusste, okay, ich habe einfach alles rausgehauen, was heute ging. Hat man auch so ein bisschen an der Durchschnittsherzfrequenz gesehen. Also so sehr habe ich mich definitiv schon lange nicht mehr gepusht. Aber als ich dann so die Durchschnittswatt und auch dann natürlich die Ergebnisliste angeschaut habe, ja, hat man halt einfach gesehen, war nicht optimal, keine Top-Leistung. Ich denke, vom Ergebnis her, da muss man eh das immer so ein bisschen relativieren, weil das kann man nicht beeinflussen. Man kann halt nur beeinflussen, was man selber an dem Tag für eine Leistung bringt. Aber auch da habe ich halt gesehen, dass ich
schon in der ersten Saisonhälfte bessere Leistungen abgerufen habe als dann letztendlich beim WM-Rennen. Und das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt mich über die Saison schön sukzessiv daran gearbeitet und hau da beim WM-Rennen mal so richtig einen raus, sondern wenn es halt wieder irgendwie 10, 15 Watt weniger sind, als man vielleicht Anfang der Saison schon mal irgendwo gefahren ist, ist halt natürlich einfach nicht so cool. Insofern war es da jetzt dann nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung bei mir, aber ich war trotzdem zu dem Zeitpunkt noch super motiviert, am Straßenrennen zumindest, dann alles zu geben. Und dann, genau, ging das Straßenrennen eben los. Auch da war es am Ende des Tages halt wieder so, dass ich einfach nicht stark genug war, um irgendwo unter den Top 10 eine Rolle zu spielen, wurde aus der Gruppe, in der ich da mitgefahren bin, am letzten Berg eigentlich dann nochmal abgehängt und habe mich dann noch über die Ziellinie gekämpft. War eine mega Erfahrung auf jeden Fall und ich bin super hyped da, nächstes Jahr wieder richtig anzugreifen. Ich denke, was ich für mich aus der Saison einfach mitnehme, ist, es ist halt absolute Weltspitze, in der ich da jetzt unterwegs sein will und dann kann man da halt keine halben Sachen machen. Insofern bin ich einfach dankbar, dass ich die Chance bekomme, mich da zu verausgaben und meine Grenzen auszutesten und habe, denke ich, diese Saison echt schon mega viel auch gelernt, was ich nächstes Jahr oder ab jetzt eigentlich, es geht ja jetzt direkt wieder los mit dem Training, was ich da einfach besser machen kann und will und werde. Und dementsprechend, ja, bin ich trotzdem zufrieden so mit der Saison. Natürlich, von den Ergebnissen her hätte es besser laufen können, aber wenn alles auf Anhieb gleich klappen würde, wäre es ja irgendwie auch langweilig. Man darf auch nicht vergessen, ich mache das Ganze immer noch freiwillig und doch ja so ein bisschen neben Beruf und Studium noch. Insofern denke ich, darf ich da auch nicht zu hart sein. Natürlich, ich will es mir jetzt auch nicht schönreden und mich da irgendwie rausreden und mir alles entschuldigen, aber ist halt so eine Gratwanderung und im Ganzen kann ich, denke ich, doch zufrieden sein. Ich hatte auf jeden Fall mega coole Erfahrungen, habe super viele tolle Leute kennengelernt, bin super dankbar für den ganzen Support, den ich da von allen Seiten wirklich bekomme und ohne den das nicht möglich wäre. Hoffe, ihr konntet da mal so einen kleinen Eindruck jetzt bekommen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, schreibt mir einfach gern. Ich versuche es gern zu erklären. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, ist doch natürlich ein bisschen ein kompliziertes Thema auch. Aber wenn da bestimmte Themen sind, die euch auch interessieren, gerne mal kommentieren, zu was ich mal spezifisch ein Video vielleicht nochmal machen sollte. Also gerade sowas wie die verschiedenen Klassifizierungsklassen da quasi oder die verschiedenen Rennmodi. All sowas ist ja, denke ich, doch super interessant. Und ansonsten freue ich mich jetzt einfach auf die Wintersaison, wieder schön viel trainieren. Ich werde mein Debüt auf der Bahn haben, sage ich mal. Also ich will mich im Bahnradfahren versuchen und bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Ich hoffe, ich fliege nicht zu oft auf die Fresse. Ich werde jetzt versuchen, in Zukunft da doch noch ein bisschen regelmäßiger Content euch zur Verfügung zu stellen. Und bis dahin, haut rein, trainiert schön, bleibt gesund. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass ich das so durchziehen werde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.